Hallo meine Lieben, heute hat der Postmann geklingelt und ja, habe ich mich sehr gefreut. Und zwar habe ich bestellt bei Dalia im Dalia Bastelshop und würde ich das gerne mal direkt zeigen, weil ich das direkt benutzen möchte. Deswegen mache ich das jetzt ganz fix. Vorab gesagt, ich habe mir das alles selbst ausgesucht. Aber nicht alles selbst bezahlt. Also ein Teil ist gesponsert. Viele von euch haben ja auch Instagram oder vielleicht sogar alle und haben gesehen die Neuigkeiten. Da freue ich mich sehr darüber, dass ich im Designteam bin von der lieben Lisa, also für den Dalia Bastelshop und freue mich da riesig drüber, über diese Chance, über diese Aufgabe und ja, dass das jetzt zusammen mit euch dann alles so seinen Lauf nimmt, da freue ich mich sehr. Und genau, also ein Teil ist gesponsert in diesem Rahmen und genau, und der überwiegende Teil eben selbst bezahlt, aber alles selbst ausgesucht. Also ich zeige euch jetzt tatsächlich wirklich nur Dinge, die mir gefallen, die ich mir so ausgesucht habe. Einiges, was ich auch schon ein bisschen länger im Visier hatte, starten wir direkt mit dem Großen. Und zwar hatte ich ja diese Mama Elephant Favor Bag. Finde ich auch mega schön. Ist nur ein bisschen doof, ist halt eine Größe, ne? Wobei das echt sehr, sehr schön ist. Deswegen habe ich mir dieses hier bestellt, das Punchboard. Ist es richtig im Bild? Sollte, ne? Da, genau. Das ist das so von We Are Memory Keepers. Das Giftbag Punchboard. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Genau. Da bin ich schon ganz gespannt. Da kann man verschiedene Größen machen, wie man hier auch sieht. Verschiedene Höhen und Breiten. Und genau, da möchte ich ein bisschen rumexperimentieren mit und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Genau, einmal das. Dann finde ich ja die Distress Oxide jetzt so toll. Ich hatte ja diese kleinen, die Inks. Genau, hatte jetzt zwei Distress Oxide, also die normalen, die großen. Genau, und hatte jetzt nochmal was dazu bestellt. Und zwar einmal dieses Mermaid Lagoon. Ich hoffe, ich spreche es alles richtig aus. So, einmal das. Dann One Lipstick. So ein Pink-Rosé. Also ich bin mal gespannt, wie sich das auf dem Papier macht. Ich habe da nämlich einige Projekte, wo ich die Farben brauchte. Und ich denke, da werden auf jeden Fall noch mehr einziehen. Und der dritte im Bunde, das ist Mustazid. Genau, so ein Gelbton, würde ich jetzt sagen. Also ich habe das jetzt so vorne nach den Bildern bestellt. Also ich hoffe, das kommt dann auch ungefähr so raus, die Farbe. Genau, dann habe ich Stempelsets bestellt. Also ich hatte Tonic Studios gar nicht so im Visier, was Stempel anging. Und ich habe mich direkt verliebt. Ne? Also ich habe da im Shop einige gefunden, die ich wirklich überhaupt nicht kannte. Und genau, starten wir mit dem kleinsten. Also das ist wirklich so Tee und Kaffee. Das ist tatsächlich viel größer, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber super gut. Ich zeige euch das einmal. Ich habe nämlich schon beim letzten Mal, als ich bei der lieben Lisa bestellt hatte, von Creolize, heißen die, glaube ich, diese Kaffeebohnen bestellt. Da, seht ihr sie? Also so abgestempelt. Ich packe das ja immer so rum. Die Verpackung, also diese rote Verpackung, wir sind Creolize. Und würde das gerne auch in Kombi benutzen. Genau das einmal. Ja, also wie gesagt, ich habe mir das noch kleiner vorgestellt. Echt gute Größe. So in der Mitte auf die Karte. Da bin ich schon mal gespannt. Dann auch von Tonic Studios. Adorable steht da drauf. Ja, das fand ich so süß. So, seht ihr das? Ich schaue mal eben, ob das auch richtig gut im Bild ist. Ja, genau. Das war diese süßen Igelchen. Wie putzig die sind, damit er sich freut. Ja, da bin ich auch schon. Da freue ich mich schon, die zu verarbeiten auf jeden Fall. Genau, die. Dann auch von Tonic Studios. Also wie gesagt, ich wusste gar nicht vorher, dass die so tolle Stempel machen. Also das ist so mega goldig. Es gab so ähnliche mal, auch von anderen Firmen hatte ich immer geguckt, gut, aber die sind wirklich vom Preis her auch, finde ich super. Ne? Also da überlegt man dann nicht zwei, dreimal, ob man sich eins mitbestellt. Und ja, mega, also groß auch. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, dass jetzt hier ein A6, jetzt, das ist jetzt zum Beispiel das normale, ich glaube A6, genau, A6-Format von Create a Smile. Nur mal so zum Vergleich, ne? Also, dass man es mal gesehen hat.
Genau. Auch so cool, ne? Man kann dann einmal hier innen und dann sind die Outliner so direkt drumherum. Ja, und der ist mega goldig, ne? Also da freue ich mich mega drauf. Wie gesagt, deswegen drehe ich es jetzt, damit ich direkt alles auspacken und benutzen kann. Genau, und dann der letzte im Bunde, das ist ein Stempel- und Stanzset. Das fand ich auch am ersten Tag direkt so goldig. Gerade so für zur Einschulung, ne? Oder überhaupt für, ach, für, auch für so viel, ne? Also allein der mit dem Apfel und mit dem Buch, ne? So goldig. Und ist halt zu allem auch passend. Dann sind dann die Stanzen mit dabei. Das waren, glaube ich, um die 10 Euro. Also Wahnsinn, ne? Ja, genau. Müsste ich im Detail nachgucken, aber schaut sonst gerne im Shop vorbei. Wie gesagt, also wenn man da die Stempel durchguckt, ich habe da schon wieder neue im Visier. Und genau, freue mich erstmal jetzt auch die zu benutzen. Genau, so. Noch ein bisschen Bild. Ja, ne? Genau, das war's auch schon. Der kleine feine Einkauf. Hier noch die Karte. Ich zeige euch die einmal von jetzt mal noch. Genau, wer da Daten haben möchte. Genau. Ja, das war mein Einkauf. Ich freue mich wirklich schon wahnsinnig, das zu verbasteln alles. Auch hier drauf bin ich sehr gespannt, wie das, ob das so gut funktioniert. Wird es, also ich habe da Videos zu gesehen und ja, sehr, sehr cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Genau. Schaut gerne im Shop vorbei. Ich verlinke euch, soweit ich es finde oder schaffe, gleich noch schnell die Sachen unten drunter, die ich mir jetzt hier so ausgesucht habe. Und genau. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Genau, und die Werke, die werdet ihr dann sehen, hören, sehen. Genau. Seid gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.